Name ist Sophia Voss, ich bin 23 Jahre alt, habe letztes Jahr im August meine Schauspielausbildung am Hamburger Schauspielstudio Frese beendet. Das war sehr schön, hat Spaß gemacht. Seitdem bin ich offiziell staatlich anerkannte Schauspielerin. Also ich wollte schon immer Schauspielerin werden, schon als kleines Kind. Und dann habe ich Theater gespielt in der Schule. Ich habe im Jugendclub in Lüneburg Theater gespielt. Ich habe zu Hause Theater gespielt mit meiner kleinen Schwester, die ganz toll ist, die ich sehr lieb habe. Und dann habe ich irgendwann mein Abitur gemacht und wollte immer noch Schauspielerin werden. Aber ich wusste nicht, ob ich das wirklich mache. Also ich wollte es werden, aber ob man es nur werden will oder ob man es wirklich macht, ist ein Unterschied. Dann habe ich vorgesprochen an einer Schauspielschule, wurde genommen und habe es dann halt gemacht. Hat sich dann so ergeben. Und dann war ich da 3 Jahre bis letztes Jahr. Es war ganz toll. Und ja, seitdem bin ich Schauspielerin. Kann man das so sagen? Also auf der Bühne zu stehen, ist für mich das tollste Gefühl überhaupt, weil man hat einfach diese Aufregung, man weiß, dass man gleich etwas macht, was man unbedingt machen will, worauf man hingearbeitet hat, dann, ich finde das davor schon toll, diese Aufregung. Ich bin eh immer aufgeregt, aber wenn ich dann da hingehe, dann bin ich so richtig so... Und wenn ich dann rausgehe, dann werde ich irgendwie kurz ganz ruhig und dann mache ich das, was ich will und ich weiß, dass ich es will. Dann bin ich schon fast traurig, weil ich immer im Unterbewusstsein weiß, dass es dann gleich wieder vorbei ist. Und dann, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber das ist einfach so schön. Also wirklich, man hat einfach das Gefühl, man ist jemand anderes. Ja. Die hier. In genau 15 Minuten werde ich sie schälen und essen. Jedenfalls teilweise. Ein Stück erstmal, mehr nicht. Langsam werde ich sie essen, ganz, ganz langsam. Ich warte schon den ganzen Tag, seit 6, 8, seit 10 Stunden warte ich. Langsam werde ich sie schälen. Ihren Duft einatmen, den ich liebe. Ich liebe diesen vollen, reifen Duft, diese zarte Schärfe. Ein Duft, der zieht einem richtig die Nase hinauf. Wie ein glühender Draht ins Gehirn. Gott. Mir läuft das Wasser im Munde. Wie eklig, richtig eklig. Sowas verabscheue ich manchmal sogar nachts. Ich erwache aus dem Schlaf, vor Hunger wache ich auf und sage, Mama, Mama! Als wäre ich eine andere, die ich nicht kenne, die danach Mamas Milch blökt wie ein lächerliches kleines Baby. Aber die Krämpfe bin ich los. Ich blute auch nicht mehr da unten. Ich habe gewonnen. Fräulein Schieber habe ich es nicht erzählt, Mama habe ich es nicht erzählt. Ich habe meine... Ich hasse es. Ich hasse dieses Wort. Nicht gekriegt, gar nicht. Kein solches... Blut. Seit 11 Monaten nicht. In meinem Kalender zähle ich mit und trage Geheimzeichen an, die Mama nicht enträtseln kann. Für den Fall, dass sie mir nachspioniert. Ich will nicht lügen. Ich kann Lüge und Lügner nicht ausstehen, aber manchmal muss ich lügen. Behaupten, ich hätte was gegessen, wenn es gar nicht stimmt. Behaupten, ich hätte nicht mehr abgenommen. Zu solchen Lügen werde ich gezwungen. Damit halte ich aufdringliche Blicke, aufdringliche Gedanken, die in meinen Kopf einbringen wollen, wie Brummen der Westen. Mir ist schon klar, dass die Welt euch gehört.
Aber hier drin, hier bin ich. Da gehört sie mir. Da kommt ihr nicht rein. Ich kann hier raus, aber keiner von euch kommt rein. Früher musste ich mir mal den Finger in den Hals stecken. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich hab's in der Hand. Dieses erste Mal, da kam es einfach auf mich zu. Es war Erntedankfest, wir saßen zu neunt am Tisch und Mama und Tante Tess trieben so ziemlich den Aufwand mit dem Essen. Und diese Soße, diese Truthahnsoße in der Soßenterrine, ich sah, wie schmierig sie war, verfett, so ölige Fettaugen. Und Mama sagte, nimm dir mehr Soße, mehr Kartoffelbrei, mehr Salatdressing, mehr Truthahnsoße, mehr Butter. Ich schloss mich im Bad ein und wusste genau, was ich zu tun hatte. Hinterher fühlte ich mich so wunderbar. Es war mir klar, ich war gerettet. Also ging's runter von 58, 55, auf 54, auf 53. Dann wurde es eine Zeit lang schwieriger. Manche Fettpolster sind anscheinend hartnäckiger. Mama fing an mit ihren Fragen. Was denn los sei? Ob ich Diät halte oder was? Ob ich mich zu Tode hungern wolle oder was? Einmal kam sie in mein Zimmer gerannt, verpestete die Luft mit ihrer Zigarette. Sie grapschte nach diesem alten, schäbigen Pulli, den ich anhatte. Mein Lieblingspulli, den ich immer trage. Mama raffte ihn ganz eng zusammen und sah, wie dünn ich war. Da erschrak sie. Otsche! Oh, Kleines! Oh mein Gott, was fehlt dir bloß? Fass mich nicht an, Mama! Fass mich nicht an! Ihr könnt gar nicht wissen, wie glücklich ich bin in mir drin. Mit euren Augen kriegt ihr mich nicht hinein. Und mit Mama genauso wenig, mit ihren Drogen und Tränen und ihrem Druck. Sie kriegt mich nicht, erreicht mich nicht. Es ist kein medizinisches Problem, keine Krankheit. Ich krieg keinen irreversiblen Leberschaden. Es ist überhaupt nichts Physisches. Ihr da draußen brabbelt alle in irgendeiner Fremdsprache. Ihr bedeutet mir nichts, gar nichts. Kein einziger von euch. Ich will nicht angefasst werden, habe ich gesagt. Fasst mich nicht an. Ich liebe euch nicht und auch sonst niemanden. Liebe tut weh. Meine Haut tut weh. Fasst mich nicht an, habe ich gesagt. Abstand halten. Jetzt ist es Zeit. Es ist soweit. Keiner sieht mich eingeschlossen in der Toilettenkabine während der Stunden. Hier rennt mir keiner rein. Keiner stellt mir mit den Augen nach. Ich bin in Sicherheit. Unberührbar. Ich.